Trash, wirklich Trash. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das letzte Aufgebraucht für 2021 ist hier für euch mit mir. Ich sehe so ein bisschen aus wie... Ich weiß es nicht. Ich fühl's, ich lieb's, ich trage von Il Maquillage die Farbe Matte Storm und auf den Augen... Das restliche Make-up ist komplett Fullface Catrice, seht ihr sogar, ich glaube sogar heute auf dem Catrice-Kanal. Ich weiß es nicht. Hallo Freunde, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt Lust darauf. Letzte Mal, ich war extrem schock, dass ihr Aufgebraucht-Videos liebt. Ich auch. Schaue total gerne, macht mir super viel Spaß, vor allen Dingen, wenn ich sie so nebenbei gucke, während ich, weiß ich nicht, Geschirrspüle oder Wäsche aufhänge. Deswegen freue ich mich, mit euch gemeinsam hier über Produkte zu sprechen, die ich in den letzten Wochen sehr, sehr gerne benutzt habe. Und ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Wir wachsen im Moment endlich wieder richtig, richtig gut. Und da freue ich mich tierisch drüber. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr die 100.000 Abonnenten schaffen. Ich weiß nicht, ob ich diese dunkelbraune matte Lippe und diesen dunklen Look liebe, aber ich glaube schon. Was sagt ihr? Wie gefällt euch der Look? Ich hoffe, er gefällt euch. Freunde, ihr kennt meine Aufgebraucht-Videos. Ich bin kein Aufgebraucht-Profi. Ich bin nicht so der klassische Beauty-YouTube-Channel. Bei mir geht es ja meistens eher so um Reviews. Ich finde aber, dass ich am meisten Reviews geben kann, wenn ich euch sage, welche Produkte ich aufgebraucht habe. Und das möchte ich heute mit euch gemeinsam tun. Ich habe keine... Wie heißt das? Struktur hier drin. Wir starten einfach. Dieses Produkt habt ihr neulich in meinem DM und Rossmann Haul gesehen. Das ist von Isana, die 2-in-1 Duschschaum und Body Lotion. Berry Dream mit Macadamia und Shea Butter. Frei von Sulfaten. Dufttechnisch ein Traum. Sehr, 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 sehr süß. Also das war schon Candy Shop süß. So Shirin David Eistee süß. Hat aber Spaß gemacht, damit zu duschen. Vor allen Dingen, als es so ein bisschen angefangen hat, anfing grau zu werden draußen, dachte ich mir, okay, das ist vielleicht eine ganz gute Sache. Es macht Spaß, das zu benutzen. Es riecht gut, reinigt, pflegt so ein bisschen. Tatsächlich hatte ich da auch echt kein gespanntes Gefühl auf der Haut. Hat also Spaß gemacht. Würde ich mir wieder kaufen, aber vielleicht mit anderen Düften dazu, weil das ist ja doch schon immer sehr künstlich und ich bin kein Fan davon zu gendern, aber ich für mich als männliches Lebewesen rieche nicht so gerne nach Beere, sondern eher so nach Zedernholz und Leder und Sauna. So. Das ist so mein typischer Geruch. Wobei, macht eigentlich keinen Sinn für den Duft, den ich euch gleich zeige. Aber es hat Spaß gemacht, das zu benutzen. Würde ich auch wieder kaufen. Und das ist ja so ein Ding, das kauft man ja, weil es gut riecht und nicht, weil es jetzt besonders gut pflegend ist, oder? Dann habe ich das Urban Decay All Nighter Setting Spray leer gemacht. Ich glaube, dazu muss ich nicht so viel sagen. Einer meiner absoluten Favoriten, was Setting Sprays angeht. Ich habe aber hier noch zwei andere sogar. Zwei? Ja, zwei andere, die ich aufgebraucht habe. Ihr merkt, ich habe in den letzten Wochen sehr viel Setting Sprays ausprobiert und auch über eine lange Zeit getestet. Und das All Nighter ist und bleibt ein Klassiker. Würde ich auch immer wieder nachkaufen. Ich habe tatsächlich, glaube ich, auch noch 4 oder 5 Flaschen hier stehen. Ich weiß, ihr liebt es, ich liebe es. Und es tut das, was es verspricht. Ich habe aber noch welche, bleibt also unbedingt dran, die noch krasser sind. Dann habe ich hier eine Maske von Asam. Das ist die mit grünem Tee und Reiskeimöl. Fantastisch. Habe ich geliebt. Die war in dem Asam Adventskalender, glaube ich, drin. Sehr, sehr toll. Hat die Haut so ein bisschen verfeinert. Die Haut war sehr, sehr weich danach. Und ich muss generell sagen, ihr seht auch hier noch ein paar andere Masken von Asam. Ich mag die sehr gerne. Ich habe hier beispielsweise die Resveratrol-Maske, die benutze ich einmal im Monat vielleicht, weil ich sie sehr gerne mag, aber ich nicht so viel davon brauche. Aber das ist so eine Maske, die kann man täglich oder alle 2 Tage benutzen. Die reinigt schön, die verfeinert das Hautbild und hier ist Tonerde mit drin. Ich teste noch weitere Asam-Masken und vielleicht habe ich irgendwann mal einen Rabattcode dafür. Ihr wisst, ich arbeite ja gerne mit Asam zusammen, aber... Ich darf mir die Produkte immer aussuchen, die ich euch zeige. Und vielleicht mache ich im nächsten Monat oder im übernächsten Monat mal hier ein bisschen was mit Masken. Sehr, sehr gut. Eine Mascara, die ich jetzt aufgebraucht, / aussortiert habe, ist die Unlimited Mascara. Die hat dieses coole Bürstchen und ich habe sie jetzt rausgemacht, weil ich sie schon echt lange hatte. Ich habe sie gekauft, als sie rauskam und das ist schon über ein Jahr her. Und ihr wisst, ich habe hier oben nicht so viel Platz. Hier ist die Wand, also
ungefähr 10 cm aus dem Bild und hier ist die nächste Wand und so breit ist der komplette Raum und das nimmt natürlich schon viel das Studio weg und ich habe 1, 2, 3, 4 von diesen Alex-Regalen. Sie sind voll und ich muss so ein bisschen aussortieren und ich will auch vielleicht zum Jahreswechsel, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, Videos zu gucken, nochmal so ein Video machen, wo ich wirklich durch jedes Produkt durchgehe und aussortiere, was weg ist, was alt ist, was nicht mehr so schön ist. Habe ich schon so ein bisschen angefangen, aber ich glaube, ihr mögt so ein Video und deswegen schreibt es mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr darauf Lust habt. Ich liebe den Lippenstift. Wow. Okay. Ich habe einen Schwamm aufgebraucht. Das ist der von Real Techniques. Der hatte ich mal eine Kooperation mit denen und das ist so einer, der hat eine ganz, ganz grobe Porenstruktur und der sollte so ein bisschen dafür sorgen, dass das Make-up matt wird. Stimmte tatsächlich sogar. Also die Deckkraft war fantastisch. Habe ich aber gezeigt, da hatte ich mein Microfiber Multitool noch nicht so regelmäßig benutzt. Und das ist ein sehr, sehr toller Schwamm. Ihr seht, der ist auch schon kaputt gegangen, hat jetzt 3-4 Monate gehalten, mit Waschmaschine, mit allem. Aber irgendwann ist so ein Schwamm auch durch. Ich bitte euch, Freunde, tut euch, tut allen einen Gefallen und wechselt eure Schwämme regelmäßig. Und es gibt mittlerweile ja auch wirklich sehr, sehr günstige, gute. Es muss nicht immer der 20-Euro Beauty Blender sein. Aber ihr werdet merken, wenn ihr die regelmäßig austauscht, eure Haut wird besser. Ihr habt keine Bakterien, die ihr regelmäßig in eure Haut reinpresst. Deswegen goodbye, thank you. Mir ist eine Ampulle runtergefallen. Das ist die How Cosmetics Child's Secret Mimic Lift 7-Day Cure. Ich hatte letztes Jahr zu Weihnachten, ich glaube, 6 oder 7 Pakete gekauft. Habe sie jetzt auch komplett aufgebraucht. Ich mache alle 2 Monate so eine Kur, in Anführungszeichen, und benutze jeden Tag das. Und das ist echt krass. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass die Haut glatter geworden ist. Sehr weich und also das ist wie flüssiges Botox ohne Botox-Gesicht. Also ihr könnt euer Gesicht noch bewegen, aber es ist alles sehr, sehr glatt und so kleine Fältchen, vor allen Dingen unter den Augen oder auf den Lippen, sind sehr, sehr fein geworden. Ich habe sie jetzt nur mal als Beispiel mit reingenommen. Hat mir sehr gut gefallen. Kaufe ich mir definitiv wieder nach. Hier habe ich einen Pinselreiniger von Ebelin. Ihr habt in meinem letzten Haul gesehen, dass ich da mir 2 oder 3 Flaschen gekauft habe. Die halten ewig. Also eigentlich hätte ich sie mir nicht kaufen müssen in so vielfacher Ausführung, weil es Quatsch gewesen ist. Sehr, sehr gut. Ist jetzt nicht der Ersatz für das richtige Pinselwaschen, aber so für zwischendrin und in Kombination mit meinem Jacomob habe ich das dann immer raufgesprüht. Oh, ein bisschen ist mal was drin. Und bin dann mit dem Pinsel hier raufgegangen. Und dadurch habt ihr diesen Bonus von 2. Ihr habt die Mikrofaser, die das Pigment wegnimmt und die Reinigungskraft von diesem Spray. Hat super, super gut funktioniert und ist für zwischendrin immer mal ganz okay. Ersetzt, wie gesagt, aber auf keinen Fall das richtige Waschen. Eine Foundation, die leider wegkommt, ist die Art Deco High Performance Lifting Foundation. Ich hatte die mal getestet und habe sie auch eine Weile sehr, sehr gerne gemocht. Farblich war sie schön, das Finish war wunderschön, aber ich habe davon Unterlagerungen bekommen. Und das merke ich ja meistens erst, wenn ich sie öfter und regelmäßiger benutze. Und das habe ich hier ganz, ganz akut gemerkt. Tat mir leid, weil das Finish ist toll, ich liebe sie, aber ich habe sie irgendwie nicht vertragen. Vielleicht ist da irgendwas drin gewesen, was bei mir nicht so gut funktioniert hat, auf Dauer. Ein Concealer, wo ich unglaublich enttäuscht war von. Wirklich, da war ich richtig wütend. Ich hatte mir auch schon, das ist schon ein Jahr wieder her, was habe ich denn das ganze letzte Jahr gemacht? Ich habe mir sehr viele Concealer bei Beautyworld bestellt, um zu gucken, was gibt es gerade, wie sind die Concealer. Und da war unter anderem dieser hier von Dose of Colors, der Meet Your Hue Concealer. Ich habe den vielleicht 3-4 Mal benutzt und das ist einer der schrecklichsten Concealer, die ich in meinem Leben benutzt habe. Der rutscht, der schmiert, der sieht doof aus, der rutscht in jede Falte, der hält nicht. Trash, wirklich Trash. Tut mir leid, hat mir gar nicht gefallen. Falls ich es am Anfang nicht gesagt habe und hier Produkte dabei sind, die euch gefallen, aber mir nicht, freue ich mich natürlich, dass es euch gefällt. Es kann mir natürlich nicht alles immer gefallen und auch immer gut für mich funktionieren, aber ich sag's dazu. Was ebenfalls immer wieder ein Produkt ist, was ich nachkaufe, ist das Syos Max Hold Haarstärke Spray 5. Hält ewig. Ich benutze halt sehr viel Haarspray. Mittlerweile probiere ich meine Haare nur noch 2-mal die Woche zu waschen, was mir sehr, 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 sehr schwer fällt, weil ich natürlich durch diese ganzen extrem vielen Styling-Produkte und nicht so viele Haare auf dem Kopf das regelmäßig austauschen muss. Aber ich habe das Gefühl, dass dadurch meine Haare
besser werden und das schließt so ein bisschen an das nächste Produkt an. Ihr erinnert euch, ich hatte euch neulich das Lash Serum von Natukain gezeigt, benutze ich, habe ich immer noch nicht aufgebraucht. Ich hatte aber vorab ein Haarwachstumsserum bekommen, auch ohne Hormone habe ich aufgebraucht und ihr werdet es nicht sehen, weil ich jetzt hier eine Mütze auf habe, aber ich habe extrem viele Babyhärchen hier vorne wieder bekommen. Ich habe mir das nachgekauft, das ist schweineteuer, das kostet glaube ich 100 Euro, ich habe es mit meinem Rabattcode Maxim 30 nachgekauft, ne? Also Team Günstmaus, ne? Und super, super gut. Ich schaue weiter, wie ich es vertrage, ob das vielleicht auch nur hormonell bedingt war, dass es nachgewachsen ist. Ich glaube aber nicht, weil das war wirklich, wirklich gut. Was wegkommt, ist von Nimia dieser Cooling Eye Stick. Es tut mir so, so leid, das sagen zu müssen, aber die Sachen funktionieren für mich gar nicht. Am Anfang war ich echt überrascht, außer das Setting Spray, das hat ein tolles Finish, das hebe ich auch auf, der Rest kommt weg. Die Creme ist zu pastig, das sieht cakey aus, sobald ihr eine trockene Stelle habt, es funktioniert bei mir leider gar nicht und ich finde den Geruch furchtbar, furchtbar, ganz dramatisch, deswegen ich dieses Setting Spray wirklich nur benutze, wenn ich den schlechtesten Make-up-Tag habe, weil das legt sich dann wie so ein Film und gleicht alles aus. Der Cooling Eye Stick hat nichts gemacht. Das ist für mich wie Vaseline in Stiftform. Concealer drüber funktioniert nicht. Tut mir total leid. Ich hasse das, Make-up-Produkte von Kollegen, wenn die bei mir nicht funktionieren, aber I'm sorry. Was ich aufgebraucht habe jetzt nach einer Weile ist von Tom Ford das Soleil Blanc. Das ist so mein Standardduft im Sommer, aber ich habe ja wieder sehr, sehr viel Nachschub von La Rosée bekommen und ich sehe es nicht ein, so viel Geld für Parfums mehr auszugeben. Am Ende landet es in der Wäsche, der hält eh nicht so lange von Tom Ford, finde ich, oder ich rieche ihn einfach noch nicht mehr. 200 Euro oder so. Freunde, 200 Euro ist eine Menge Geld. Eine Menge Geld. Für einen Duft. Muss nicht sein, dafür haben wir La Rosée. Keine Werbung. Übrigens, nichts bezahlt hier. Es sind alles die Produkte, die ich teilweise selber gekauft habe, nachgekauft habe. Aber ihr wisst es. Ich sage es gerne dazu, um einfach sehr transparent mit euch zu sein. Weiter geht es mit einem Huda Beauty Baking Powder. Das ist die Farbe Cupcake. Habe ich aufgebraucht, liebe ich, habe ich nachgekauft. Eins der besten Baking Puder überhaupt. Ich habe hier gerade noch zwei andere in Gebrauch von Huda Beauty. Nee, eins von Huda Beauty. Eins darf ich noch nicht sagen und eins von Sensai. Aber das mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier eine Maske und die habe ich tatsächlich leer gequetscht und weggemacht, aber ich habe es aufgehoben. Die ist von Face, die Sweaty Face Maske. Disgusting. Furchtbar. Ganz, ganz schlimm. Also erstmal, die riecht nach Lavendel und da kriege ich einen Würgereiz. Ich hasse Lavendelduft. Und das soll eine Maske sein, die man aufs Gesicht macht, wenn man im Fitnessstudio war, wenn es heiß ist. First of all, Lavendel. Zweitens, ich und Fitnessstudio. Drittens, die hat gebrannt. Und die war ganz, ganz unangenehm auf dem Gesicht. Und das habe ich echt selten, dass ich eine Maske nicht vertrage. Deswegen habe ich die weggemacht. Furchtbar. Hat nicht funktioniert. Dann habe ich hier ein weiteres Setting Spray von Essence. Das ist das Hydrating Glow. Fantastisch. Hat nach Kokosnuss gerochen. Habe ich geliebt. So ein bisschen ist noch drin. Der Sprühnebel war toll. Aber irgendwann hat das halt, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, hat das halt so große Flecken gemacht. Und dann weiß ich, der Sprühkopf ist durch. Es war dann auch jetzt fast leer. Der Geruch toll. Eins der besten Glowy Setting Fixing Sprays aus der Drogerie. Weiter geht es mit einem Puder. Das ist von Wet n Wild. Auch das habe ich in den letzten Jahren rauf und runter benutzt. Das ist das Photo Focus Puder. Auch eins der besten Drogerie Puder für jemanden, der regelmäßig Fotos macht, der aber auch einfach ein schönes, ebenmäßiges Finish haben möchte. Es hat mittlerweile aber Hardpan bekommen und irgendwann reicht es. Ich habe auch noch Nachschub davon, deswegen ist es jetzt nicht ganz so schlimm, dass das weg ist. Aber ihr seht, ich habe Hitterpan da drin. Und das, ich sage es immer wieder dazu, weil es halt wirklich was Besonderes ist. Klingt total doof, aber ich bin ehrlich mit euch. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Make-up hier, weil es ist natürlich mein Job. Aber wenn ich ein Produkt aufbrauche, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ich das liebe. Weil ich kratze das nicht raus, um das euch zu zeigen. Außer bei der Maske, weil die war halt doof. Das habt ihr jahrelang gesehen. Mega, mega gut. Genauso wie
die Rival de Loup Hyaluron Foundation, die fünfte Flasche mittlerweile, habe ich nachgekauft. Hier schon die nächste. Welche ich auch fast aufgebraucht habe, ist diese hier, die L'Oreal Perfect Match Nude Foundation. Auch die kaufe ich nach. Ich habe sie aber noch nicht weggemacht, weil erstmal komme ich mit der Pipette hier unten nicht mehr ran. Das ist sehr, sehr doof gelöst, finde ich. Ich hätte die gerne in einem Pumpspender gehabt und ich muss mir merken, welche Farbe ich hier habe. Deswegen habe ich sie noch nicht weggemacht. Aber tolle Foundation, gibt es eine ganze Review zu. Dann habe ich eine Foundation aufgebraucht von Essence, die Pretty Natural Hydrating Foundation mit Hyaluron und Aloe Vera. Auch eine der besten Drogerie-Foundations, wenn ihr eine sehr trockene Haut habt. Viele, viele fantastische Farben im Sortiment habe ich in der Farbe 030 Ivory, hat im Winter jetzt gut gepasst, habe ich im Alltag oft benutzt, weil sie sehr leicht und sehr frisch auf der Haut ist. Würde ich mir wieder nachkaufen. Ich habe aber tatsächlich sehr, sehr viele Foundations noch da, die ich aufbrauchen werde. Also ich probiere jetzt auch wirklich Foundations aufzubrauchen, weil ich bin so ein Foundation-Mädchen. Ich liebe Foundations und ich möchte das meiste daraus. Und wenn ich dann so eine Foundation habe, die ich wirklich fast voll wegmachen muss, oder zur Hälfte zumindest, das bricht mir schon das Herz. Eine Mascara, die jetzt wegkommt, ist die On The Rise Mascara von NYX. Auch eine sehr, sehr gute Mascara. Was ich hier dran nicht mag, aber trotzdem liebe, ist ganz verrückt, ist das Bürstchen. Das hat ganz, ganz dünne Borsten, die so ein bisschen in so einer Sanduhrform angeordnet sind. Sehr gut umschließt wirklich jede einzelne Wimper. Aber ich pieke mir damit immer, weil die so lang sind, immer in meinen Augapfel. Und das tut höllisch weh. Die ist jetzt auch durch. Ich kaufe sie mir deswegen nicht mehr nach tatsächlich. Also ich trage seit Jahren Mascara. Ich weiß schon, wie man sie aufträgt, ne? Aber damit pieke ich mir immer ins Auge. Und es tut so dermaßen weh, weil das sind nicht so weiche Borsten, sondern das sind wie so kleine Stacheln. Mag ich gar nicht. Maybelline Sky High Nummer 2. Brauche ich nicht zu sagen. Mega Mascara. Dann habe ich hier noch eine Wimper von Giacomo Cosmetics. Das ist der Style 100K. Habe natürlich ein paar hier. Brauche ich also nicht nachkaufen. Aber ich liebe die Lashes. Ich trage heute die nicht. Ich trage heute andere. Das sind die Lashes, die ich eigentlich sonst immer trage. Schön voluminös, schön intensiv. Und geben euch einfach diese richtigen Wawawoom Lashes. Ist im Shop, ist sogar gerade, glaube ich, reduziert. Und hier von Asam die nächste Divino Lift Maske. Auch eine sehr, sehr gute. Hier habe ich das erste Sachet aufgebraucht. Ich trage fast jeden Tag eine Maske. Deswegen habe ich viele Masken durch. Mag ich gerne, hat gut getan. Die andere hat mir aber besser gefallen mit dem grünen Tee, muss ich sagen. Ja, also die war schon okay. Dann habe ich aufgebraucht, leider Gottes, von Essence den Peel Off Lash Gloom. Liebes Essence-Team, ich weiß, ab und zu schaut ihr meine Videos. Was ist damit passiert? Wo ist der? Wir brauchen den wieder. Ganz dringend, weil ansonsten, ich kaufe euch allen Stock ab, den ihr habt. Ich habe neulich schon bei Cosmetic for Less, glaube ich, 6 gekauft und habe auch noch 5 hier. Das Ding ist, die halten sehr, sehr gut, die Kleber. Und ihr habt abends nicht diese Klebereste mit drin. Und ihr fragt euch sicherlich, warum hast du bei deinen Lashes nicht so einen Kleber mit reingemacht? Weil es gibt einen guten. Und ich möchte nicht etwas einfach nur rausbringen, weil es das schon gibt und damit ich das dann habe, sondern das ist einer der besten Kleber und ich benutze nur den. Und ich würde euch anlügen, wenn ich irgendeinen Kleber bei meinen Lashes reinmachen würde, aber den trage. Deswegen kein Kleber mit drin, fantastischer Kleber. Ich habe keine Klebereste auf den Wimpern abends. Und eins der besten Setting Sprays überhaupt, die ich jemals hatte, ist von Benefit, das The Professional. Super Setter. Toller Sprüh... Oh, ist noch was drin. Jetzt ist leer. Ein toller Sprühnebel. Dieses Ding ist Magie. Wenn ihr das als Primer zwischen Foundation und Puder und drüber nehmt, ihr könnt mit eurem Gesicht einmal komplett übers Bettlaken rutschen. Ist alles drauf. In der Maske. Es hält, es hält, es hält. Bestes Setting Spray, brauche ich dringend wieder. Und dann habe ich hier noch ein Produkt von Isana. Das ist das Style to Create Volumen Puder. Gibt es immer in irgendeiner Limited Edition. Das war jetzt mit so einem süßen Igel. Ich benutze das tatsächlich immer. Ich habe recht feines Haar. Also meine Haare sind nicht so dick. Ich habe einige, aber nicht so dicke Haare. Und das ist, gibt so ein bisschen Fülle. Es ist wahrscheinlich das Schädlichste, was man mit seinen Haaren machen kann. Aber
ein sehr, sehr gutes Produkt und das würde ich immer wieder kaufen. Und das waren tatsächlich auch die Produkte, glaube ich, ich finde jetzt hier gerade nichts mehr, was ich aufgebraucht habe. Freunde, wie hat euch das gefallen? Welche Produkte habt ihr in den letzten Wochen aufgebraucht und was habt ihr vielleicht an den Produkten, was ihr vielleicht schon zu Hause habt? Ich freue mich auf euer Feedback, ich bin gespannt und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.